Ja, dem einen oder der anderen ist es ja schon aufgefallen, ich habe eine neue Winterjacke und zwar die Helicontex Level 7. Eine sehr, sehr leichte, kompakte und trotzdem extrem warme Jacke. Ich habe das Teil erst seit 1,5 Wochen, daher kann ich noch keine Langzeiterfahrungen sagen, aber was sie jetzt kann, welche Funktionen sie hat und ob sie auch eine Jacke für dich sein kann im Winter. Ja, wenn du das wissen willst, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Problemskunst, schön, dass du dabei bist. Da ist sie nun, diese Jacke. Und ich muss gleich eins dazu sagen. Ich habe sie gekauft, weil mich viele gefragt haben, was kann dieses Teil? Und andere auf Instagram angeschrieben haben, Reini, kauf dir die, die ist super. Das will ich selber rausfinden. Ich habe sie 1,5 Wochen, das ist zu früh, um zu sagen, ob sie im Langzeittest etwas aushält. Aber es ist Zeit genug, um ein erstes Gefühl zu bekommen. Sie erinnert mich ganz stark an die Carinthia, muss ich auch dazu sagen, an die MIG. Was sie nicht hat, ist diese Öffnung hier. Ja? Das heißt, da ist zu, das hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, es wird halt da schweißig, wenn man sich bewegt. Auf der anderen Seite kann es hier nicht kalt reingehen. Der Zip, der hier bei der MIG ist, kann kaputt gehen. Das ist hier alles nicht gegeben. Also alles hat so seine Vor- und Nachteile. Was auch im Vergleich jetzt zu, ich vergleiche sie mit der MIG, weil ich die halt habe. Ja. Es gibt hier keine Tasche und es gibt auch hier keine Tasche. Keinen Zip. Das gibt es einfach nicht. Dafür sind innen ein paar Geschichten. Ja, da kann man jetzt Zipetsche draufklacken, wenn man mag. Ja, es kann da aber auch nichts kaputt werden, sage ich auch gleich dazu. Dann bleiben wir noch heraus. Ich habe jetzt hier eine Kapuze. Und diese Kapuze ist eigentlich eingebaut in einem Stehkragen. Das heißt, als ich die bekommen habe, habe ich mir gedacht, wo ist die Kapuze? So nach dem Motto, Alter, ich will unbedingt eine Kapuze. Alter, das ist so ein Ausspruch für meine deutschen Zuseher, den wir Österreicher hier in Ostösterreich benutzen, um unsere Überraschung, unseren Unmut, unsere Freude, ja einfach alles auszudrücken, was man sonst nicht sofort in Worte fassen kann. Nimm's so hin, wir Ostösterreicher sind eigenartige Gesellen, aber nicht unbedingt die Zwidersten, außer man ist mitten in Wien. Habe ich das jetzt gesagt oder gedacht? Themenwechsel. Das ist der Kragen, so ist das gekommen und ich habe mir gedacht, ich brauche eine Kapuze, ich bin der volle Kapuzenfetischist. Das heißt, du hast hier einen schönen Stehkragen, kannst hier die Kapuze verstecken, dann ist die da jetzt rundherum. Für die Leute, die Kapuzen hassen, gibt es ja auch. Und für Kapuzenfreunde wie mich gibt es eben hier einen Zwei-Wege-Reißverschlusssystem, um hier aufzumachen, das Teilchen rauszunehmen und glücklich zu sein. Ist das nicht toll? Na sicher ist das toll, oder? Und dann gibt es jetzt hier zwei so Taschen auf der Seite, die schauen wir uns dann noch genauer an. Und da sind so kleine Bandel drinnen. Und schau mal, was passiert. Du ziehst unten in einer Tasche und deine Kapuze bewegt sich. Was hat es damit auf sich? Ja, also die Bänder für das Verstellen dieser Kapuze, die sind da innen drinnen. Das heißt, du kannst so deine Kapuze einstellen. Nein, ist aber ernsthaft so. Das ist so gegeben. Dann kann ich jetzt hier wieder aufmachen und so kann ich das steuern und mir die Kapuze einstellen. Also ich habe die Kapuze meistens heraus. Ich habe aber auch Situationen, wo ich sie gern verstecken mag. Und daher ist diese Jacke fürs Erste jetzt, für mein erstes Gefühl, auf jeden Fall eine coole Sache. So, jetzt schauen wir uns diese Taschen hier einmal ein bisschen genauer an. Und zwar, sie haben einen Zwei-Wege-Reißverschluss. Ja? Das heißt, ich habe zwei Zips. Ich kann jetzt sagen, ich mache hier zu und da auf und hier zu. Also das ist anders, als ich das zum Beispiel von der Carinthia kenne. Und was auch ist, schau mal her, da hört die Tasche auf und da unten, also wirklich da ganz unten, da hört sie auf. Also es ist ein riesiges Teil und da kannst du schon einmal dich drin verlieren, also deine Sachen drin verlieren, weil es einfach so viel ist. Dann, es ist hier innen drinnen ein kleines Fließflauschchen eingebaut. Das heißt, wenn du deine Hände da reingibst, was ein bisschen huschi ist, so wie jetzt, also huschi heißt kalt, ne? Es ist kalt, es ist wirklich kalt, obwohl die Sonne jetzt rauskommt durch den Wind und alles. Also es war schon mal wärmer. Ist das schön angenehm für die Hände. Das ist einmal das eine, das finde ich sehr, sehr gut. Diese Tasche hier innen, diese Innentasche, da ist auch etwas, ich mache die Jacke dazu auf, vielleicht geht es dann besser herzuzeigen. Natürlich auch dieser Zip ist zwei Wege reißverschlussfähig, das ist eh ganz klar. Schau mal her, also abgesehen davon, dass da innen drinnen ein Vlies ist, gibt es da einerseits einmal einen D-Ring, den sehe ich dann nachher, und da, der D-Ring, dass ich zum Beispiel meinen Schlüssel da drauf machen kann mit einem Karabiner und hier solche kleine, so eine kleine Tasche. Und da passt zum Beispiel gleich einmal der Guardian Angel 2 rein. Der 3er müsste eigentlich auch reinpassen, das müsste sich ausgehen, also müssten eigentlich alle reinpassen. Das ist genau
so, dass man dann reingreift und rausnehmen kann. Also wenn du ein Paranoiker bist, so wie ich. Nein, also ich finde, Selbstverteidigung ist ein mit legalen Selbstverteidigungsmitteln ist eine sinnvolle Sache. Das kann aber jeder sehen, wie er will. Dazu habe ich auch schon einmal am Rainer Rossmann-Kanal ein Video gemacht, Pfefferspray im Wald wegen Hund und Co. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist auf der anderen Seite genauso. Auch da habe ich einen D-Ring und da habe ich jetzt zum Beispiel mein Victorinox-Messer. Eingebaut ist der Workchamp übrigens, cooles Teil. Und das geht sich alles wunderbar aus und habe dann auch noch Platz für andere Dinge. So, zwei Wege Reißverschlusssystem. Dann hier innen, da gibt es da so eine Netztasche auf beiden Seiten. Das finde ich extrem praktisch. Hier habe ich jetzt auf die Schnelle meinen Schlüssel reingeworfen. Aber das ist halt so. Aber diese Netztasche, die ist wirklich groß. Da geht sie wirklich einiges aus. Da habe ich jetzt zum Beispiel meine, du verzeihst mir die billige Eigenwerbung, meine Waldurlaubhaube drinnen. Ja, also du kannst hier Hauben, Handschuhe, Schal und andere Sachen reinpoppen. Die ist wirklich groß und finde ich auch sehr mächtig. Oh, das ist sogar offen gewesen. Schlimmer, Reini. Hier ist auch eine Innentasche und in dieser Innentasche habe ich jetzt zum Beispiel meine EDC-Lampe, Fenix LD15R, warte mal, muss ich nachschauen. Ja, 15R, ja, die ich jetzt sehr gerne habe, gibt es billige Eigenwerbung natürlich auch bei mir im Shop. Das heißt, ich habe hier alles schön kompakt beisammen, kann alles gut fassen. Das heißt, zum Beispiel zu meinem Pfeffer-Dingsbumsi. Das habe ich aber so platziert, dass ich gut hin kann, ohne dass es herumklackert und herumfällt. Oder eben mein Messer. Ich finde das total super. Also mir taugt die Jacke jetzt sehr, wirklich sehr. Dann kann man natürlich hier unten im unteren Bereich sich zumachen mit diesen Gurten hier. Das ist alles super, das ist alles wunderbar. So, jetzt noch einmal. Schauen wir uns noch was an. Und zwar das Innenleben. Hier innen, ja, da ist auch, da ist nichts mit Vlies, außer hier oben am Kragen. Schau, jetzt kommt der Wind. Boah, jetzt wird es richtig kalt. Wind Chill, Wet Chill, ja. Das sind so die Dinge, die unangenehm sind. Und für das ist die Jacke auf jeden Fall cool. Also die ist innen komplett mit diesem Kunststoff, mit dieser Kunststoffbeschichtung. Aber am Kragen ist ein schöner Vlies und das finde ich sehr, sehr angenehm. Das finde ich gut gemacht. Und jetzt muss ich mir mal anziehen und umstellen. Boah, und das ist ja eh ganz genau jetzt an der richtigen Stelle, dass der Wind jetzt kommt. Das ist vielleicht unangenehm für mich, vielleicht auch für dich, aber da ist jetzt gleich die Jacke da. Also ich stehe mit einem, ich habe ein Unterhemd und eben dieses Hemd, nur im Wind, das ist die Hölle. Ja? Mikroklima schaffen ist die Idee von einer Jacke zum Beispiel oder von Kleidung grundsätzlich. Und das merkt man halt schon, jetzt ziehe ich sie an. Es war momentan noch immer kalt und jetzt merke ich langsam, dass die Wärme, die von mir abstrahlt, und das ist einiges, weil ich auch einiges an Masse habe. Ich komme gleich zur Größe. Ich merke jetzt, dass sich das wieder schön aufwärmt. Gut, jetzt lässt der Wind auch nach, aber trotzdem, die Jacke, die ist winddicht. Ja. Sie ist nicht hundertprozentig wasserdicht, nicht, das ist sie nicht. Es hat ein bisschen genieselt vor ein paar Tagen und das perlt schön ab. Die ist natürlich auch frisch, das muss ich sagen. Ich kann das jetzt noch nicht einschätzen, ich werde aber einen Langzeittest machen. Aber mein erster Eindruck ist auf jeden Fall positiv, sehr, sehr positiv. Gut, dass man natürlich auch hier alles schön verstellen kann, dass man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt, dass meine Uhr rausschaut, trotzdem, weil ich brauche das und hier soll aber schön zu sein, das kann man alles schön machen. Man kann aber auch sagen, ich brauche das, dass es durchzieht, weil ich mich bewege und da will ich gar nicht wie ein Plastiksack allein geschweißt sein. Und das ist gleich der nächste Punkt. Eins ist schon klar, das ist kein Gore-Tex. Ja, es ist schon irgend so eine komische, lustige Membran, aber es ist halt anders. Es ist einfach anders. Ich kann es noch nicht genau bewerten, weil ich noch nicht mich so ins Schwitzen gebracht habe. Ich werde das aber nachholen, ich werde einen Langzeittest machen. Mein erster Eindruck von dieser Jacke, absolut cool, absolut genial. Boah, es ist wirklich kalt. Ich weiß, du kannst das vielleicht nicht vorstellen und vielleicht der eine oder die andere glaubt, ich simuliere das, aber obwohl die Sonne ein bisschen scheint, es ist wirklich durch den Wind und durch die Temperatur, es ist richtig, richtig frisch. So, wie auch immer. Die Größe, ja, schau mal her. Mir geht das richtig so über den Popo drüber. Das ist alles gut, das ist wunderbar, genauso wie ich es mag. Und bei meiner Carinthia, ich weiß, ich rede immer von der, ja, aber das ist halt mein Maß momentan für den Typ von Jacke hier, habe ich eine XXL. Genau bei diesen Umfängen hier, die du dir anschauen kannst. 1,83 und leider über 100 Kilo. Wir werden anders mal drüber reden müssen. Aber ich bin auch selber schuld. Und das ist eine XL-Jacke Regular.
Und da habe ich noch Platz. Also ernsthaft, wenn ich jetzt sage, das ist mir alles viel zu viel. Also ich komme mir wieder voll schlank vor, weil ich eine XL-Jacke trage. Das Spaß. Aber ernsthaft jetzt, Spaß beiseite. Da kann man drunter noch am Pullover oder was, das geht sich auf jeden Fall aus. Also die ist wirklich schön groß geschnitten. Das ist zumindest mein Eindruck. Und das ist mal mein erstes Fazit zu dieser Jacke. Weil das Jackenthema so interessant ist für viele, werde ich etwas versprechen. Ja? Ich werde jetzt diese ganz intensiv testen. Ich habe keinen Werbevertrag oder sowas mit Helikontex, mache ich es grundsätzlich nicht. Also das ist alles, ich habe sie selbst gekauft, alles klar. Ich werde in das nächste Mal, jetzt ist jetzt, heute haben wir den 19. November, ja? Ich werde in einem, oder sagen wir Ende des Jahres, ja? Ich werde zwischen Weihnachten und Neujahr ein neues Video dazu machen und meine ersten Erfahrungen, weil da wird es dann hier bei uns auf Waldurlaub.at so richtig kalt, es wird sicher auch Schnee geben, hoffe ich zumindest. Und da werde ich dann meine ersten Erfahrungen weitergeben, weil ich finde für den Preis, ich gebe da natürlich unten, das ist billige Eigenwerbung klarerweise, den Link auf Amazon. Die ist vom Preis ja auch recht heiß, muss ich sagen. Werde ich dann meine ersten Erfahrungen geben, weil ich sehe in der Jacke wirklich echtes Potenzial, muss ich wirklich so sagen. Ich sehe da echt Potenzial drin. Für das Preis-Leistungs-Verhältnis von meinem ersten Gefühl her ist echt top. Du kannst sie auch komprimieren, da ist auch sein Packsack dabei, so wie man das von anderen Jacken in diesem System hier kennt. Bin momentan noch immer positiv überrascht. Und jetzt, wo das Video vorbei ist, ist auch der Wind weg. Fürchterlich, aber so ist die Welt. Daumen nach oben oder nach unten und ganz wichtig, bitte, 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 wenn du diese Jacke hast, nicht gehört hast vom Bruder deiner Freundin, dessen Neffe die Jacke hat, sondern du sie hast, schreib uns bitte deine Erfahrungen und schlechte und gute Sachen. Das würde mir irrsinnig interessieren, da sage ich danke dafür. Abo dalassen, da geht es in meinen Shop, da gibt es zwar nicht die Jacke, aber viele andere lustige Dinge, ein anderes Video zum Anschauen. Es hat mich gefreut und wie gesagt, Link auf Amazon. Dort hab ich auch her, gebe da unten mit. Bis bald, dein René Rossmann und ciao.